Hallo liebe Waage, es freut mich, dass du hier bist zu deiner Legung. Ein herzliches Willkommen, auch wenn du neu hier bist auf meinem Kanal oder wenn du für das Sternzeichen Waage schaust. Ich mische nun die Karten, hole eine Überschriftenkarte für den Monat und lege dann den Monat in zwei Hälften aus. Für jede Monatshälfte ziehe ich dann noch zwei Karten für die Liebe und am Ende der Legung eine Orakelkarte für dich. Dies ist eine allgemeine Legung und es sind allgemeine Tendenzen. Höre bitte auf dein Gefühl, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehst. Bedenke bitte, Zeit ist fließend, das heißt, du kannst dich bereits in einer Situation befinden oder sie kann sich auch erst noch zeigen. Deshalb schau dir gerne die Legung zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal an. Gerne kannst du dir auch die Legungen für deinen Aszendenten oder deinen Mond anschauen. In allgemeinen Legungen deute ich die Personenkarten neutral, ebenso können die Rollen vertauscht sein. Die Kartendecks, mit denen ich lege, findest du in der Infobox unter diesem Video, ebenso die Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, falls du eine persönliche Legung wünschst. Bevor ich nun mit der Legung beginne, möchte ich mich bei euch allen von ganzem Herzen bedanken. Für deine Treue und dein Vertrauen, wenn du mich schon länger, vielleicht schon von Anfang an, hier auf meinem Kanal begleitest und bei jedem einzelnen von euch für die Unterstützung, die Abos, die Likes und die vielen lieben Kommentare. Das gibt mir die Energie und die Kraft, hier weiterzumachen. Das ist meine Motivation, denn ohne euch ginge das hier alles nicht. Ich freue mich, wenn du mich auch weiterhin auf meinem Kanal begleitest und sage nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Nun, liebe Waage, schauen wir in deine Legung für den Dezember, was sich da zeigen mag. Die Überschrift habe ich hier für dich, die Kristallhöhle, das Vertrauen. Ja, liebe Waage, eine spannende Energie, das Vertrauen. Also hab Vertrauen und wir schauen mal, worauf sich das hier beziehen könnte. Was zeigt sich da in der ersten Monatshälfte? Worum geht's denn da mit dem Vertrauen? Ja, und hier habe ich Planung, also eine sehr spannende Energie. Wir haben hier vielleicht einen neuen Weg, der sich öffnet, Geduld und Planung hier auf dieser Karte. Vielleicht brauchst du hier jetzt auch Vertrauen in deinen neuen Weg. Vielleicht möchte sich hier auch eine neue Türe öffnen. Ich nehme hier fast die Karte so wahr wie so die zwei der Stäbe. Vielleicht darf hier eine Entscheidung getroffen werden. Auch das kriege ich hier so rein, den richtigen Weg sozusagen einzuschlagen. Also noch ein bisschen Geduld zu haben, gut zu planen. Das kriege ich hier so rein mit dieser Karte. Ja, wir schauen mal ins Tarot, worum es da gehen könnte, was sich da für dich zeigt, liebe Waage. Oh, der Turm. Ja, der Turm steht für einen Umbruch. Der Turm steht dafür, ja, dass etwas wegfällt, ja, damit es weitergeht in einer Situation. Und vielleicht ist hier jetzt das Vertrauen in diesen Umbruch sozusagen, in die Veränderung notwendig. Also hab Vertrauen in die geistige Welt, wenn sich hier vielleicht auch ganz plötzlich, ganz überraschend etwas zeigt. Das kann hier auch eine Überraschung sein. Ein Ereignis, mit dem du hier vielleicht jetzt gar nicht rechnest. Vielleicht fällt etwas weg, damit sich dann was Neues zeigen kann. Wir schauen mal weiter. Oh, ich habe hier den Magier. Ja, und auch der Magier steht für einen Neubeginn. Der Magier steht dafür, dass du hier dein Leben kreieren kannst. Du hast letztendlich alle Möglichkeiten, alle Voraussetzungen dazu. Ne? Der Magier hat Münzen, hat Kelche, hat Stäbe, hat Schwerter. Also alles liegt sozusagen vor ihm auf dem Tisch. Und du kannst hier jetzt vielleicht was Neues kreieren, was Neues ausprobieren, ne? Dein volles Potenzial sozusagen hier auch entfalten mit dem Magier. Und
Wie gesagt, der Magier hat die Eins, er steht auch für einen Neubeginn und vielleicht kommt hier jetzt ganz plötzlich etwas in dein Leben sozusagen, wo du etwas Neues ausprobieren kannst, wo du dein volles Potenzial entfalten kannst. Ja, so ein Umbruch, ja, um dich vielleicht auch mehr zu entfalten. Auch das kriege ich hier so rein. Ich habe hier den Ritter der Schwerter, also nochmal eine schnelle Karte. Also der Ritter der Schwerter ist eine der schnellsten Karten im Tarot. Und der Ritter der Schwerter, wie du hier siehst, er ist hier sehr flott unterwegs. Es kann eine Situation sein, mit der du wirklich nicht rechnest. Das kriege ich hier so rein und die sich hier sehr schnell entwickelt. Also vielleicht wirst du hier auch ganz plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Also auch das kriege ich hier so rein, liebe Waage, mit dem Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter, mit der Schwertenergie geht es ja auch um Kommunikation. Also vielleicht könntest du hier auch jemanden begegnen, der sehr kommunikativ ist, sehr wortgewandt, vielleicht auch sehr überzeugend. Also auch das nehme ich hier so wahr. Und ja, der dich vielleicht hier auch sozusagen, du könntest hier in eine Situation geschubst werden, hab Vertrauen, das haben wir ja mit dem Vertrauen, Geduld und Planung. Ja, und vielleicht wirft es hier sozusagen auch deine ganze Planung etwas sozusagen über den Haufen. Das kriege ich hier so rein mit diesen beiden Karten. Ich nehme es aber mit dem Magier eher als etwas Angenehmes wahr, dass du hier vielleicht auch in eine neue Situation sozusagen gebracht wirst, wo du hier sozusagen ja dein volles Potenzial entfalten kannst, wo du hier was Neues kreieren kannst und letztendlich hast du mit dem Magier hier auch alles zur Verfügung, also eine sehr spannende Energie. Ja, mit dem Ritter der Schwerter haben wir hier eine Hofkarte aus dem Luftzeichen. Das kannst auch du sein, liebe Waage. Du bist ja ein Luftzeichen. Und mit dem Turm haben wir hier Skorpion oder eben auch Widderenergie. Also schau da bitte jeweils auf deine Situation. Etwas könnte sich hier ganz plötzlich und sehr schnell für dich ereignen. Vielleicht möchtest du hier auch jetzt schnell vorankommen, ne? Vielleicht hier auch schnell deinen Plan, dein etwas umsetzen, ne? Was Neues gestalten, was Neues kreieren. Und ja, und es geht hier wirklich ganz überraschend. Ich nehme den Turm hier eher als Überraschung wahr. Ne, vielleicht fällt hier jetzt auch ganz schnell eine Mauer, auch das wäre eine Möglichkeit. Ne, hier kommt so eine Mauer zum Einsturz, etwas, was ja, sie vielleicht, wo du vielleicht hier auch das Gefühl hattest, du kannst da nicht durchdringen, irgendetwas fällt hier. Also hier könnte auch eine Mauer fallen, die dir hier letztendlich dann vielleicht ganz plötzlich, ganz überraschend einen Weg frei macht. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Wir schauen mal weiter. Und hier habe ich die Karte für dich, sei dankbar. Und mit dieser Karte geht es darum, dankbar zu sein, vielleicht für diese Situation, vielleicht erkennst du, auch wenn es dich vielleicht hier im ersten Moment vor eine Herausforderung stellt, das kriege ich hier auch so rein, wenn hier alles ganz schnell, ganz plötzlich geht. Ja, vielleicht bist du im Nachhinein dankbar dafür. Also hab das Vertrauen hier in die geistige Welt, hab auch das Selbstvertrauen an dich, vertraue deinem Weg sozusagen und sei auch dankbar für die Dinge, die jetzt schon in deinem Leben sind. Ne? Also erkenne hier auch die schönen Dinge, die sich jetzt schon in deinem Leben befinden. Sei dankbar. Ja, vielleicht machst du auch mal ein Dankbarkeitsritual oder schreibst dir vielleicht auch abends mal ja so ein paar Dinge auf, für was du dankbar sein kannst. Also eine sehr spannende Energie habe ich hier für dich. Ja, ich habe hier aus dem Lenormand die Mäuse. Ich habe hier die Störche und ich habe hier die Zeit.
Was ich hier so wahrnehme mit den Mäusen, ja, mit den Mäusen löst sich etwas auf. Also hier könnte sich doch ganz plötzlich, ganz überraschend, könnte sich hier etwas auflösen oder etwas weniger werden. Ne? Die Mäuse, ja, sind ja kleine Tiere, also es können durchaus vielleicht hier auch Kleinigkeiten sein mit einer großen Wirkung. Also auch das kriege ich hier so rein. Vielleicht sind es so die kleinen Dinge. Na, die du hier jetzt durchbrechen kannst. Also etwas, ja, was vielleicht auch schon ein bisschen an dir genagt hat. Denn mit den Mäusen, da nagt ja auch etwas an dir. Also mit irgendetwas ist man unzufrieden. Etwas frisst und nagt an dir. Und jetzt kann sich hier diese Situation ganz plötzlich, ganz überraschend verändern. Vielleicht fällt diese Situation auch ganz plötzlich und überraschend hier jetzt weg. Das, was an dir genagt hat. Denn ich habe hier die Störche liegen und die Störche stehen für eine positive Wende, für eine positive Veränderung. Also etwas wandelt sich hier zum Positiven, etwas löst sich hier auf, etwas wird weniger. Ja, und hier haben wir ja auch den Magier und die Störche. Also du hast es hier jetzt letztendlich in der Hand, sozusagen, liebe Waage, eine Situation zum Positiven zu wenden. Also es liegt hier letztendlich auch in deinen Händen. Na, also eine sehr spannende Energie. Vielleicht hast du hier auch das Gefühl manchmal, ja, vielleicht frisst es hier auch so ein bisschen an dir, dass du vielleicht auch das Gefühl haben könntest, es lässt sich nicht zum Positiven wenden. Also schau da bitte jeweils auf deine Situation. Wir haben ja manchmal so das Gefühl, naja, also da ändert sich nie was oder das wird wohl immer so bleiben, wie es ist. Ich nehme es hier aber stark wahr, denn ich habe hier noch die Karte der Zeit, dass hier jetzt vielleicht auch der Zeitpunkt kommt, wo sich diese Situation auflöst, damit sich hier etwas wandeln kann. Also wir haben hier eine schnelle Karte mit dem Ritter der Schwerter. Es kann natürlich auch sein, dass diese Person hier jetzt in dein Leben kommt. Na, also auch das wäre eine Möglichkeit mit dem Ritter der Schwerter, die hier vielleicht auch sozusagen diese Veränderung mitbringt, den Durchbruch hier sozusagen, ein plötzlicher Durchbruch. Auch das kriege ich hier noch so rein. Und dann ist es hier jetzt an der Zeit, auch dass für dich hier etwas in die Wende kommt. Wir haben hier ja, Geduld und Planung. Ich sagte vorhin, wie die zwei Stäbe. Ne? Also hier auch, in welche Richtung soll es gehen. Und ich nehme es hier so wahr, hier könnte sich ein Weg sozusagen auflösen und der andere könnte damit frei werden für dich. Also so nehme ich es hier wahr. Also eine sehr schnelle Zeit oder etwas geschieht jetzt hier, auch ein sehr schneller zeitlicher Ablauf, das kriege ich hier noch so rein. Wir schauen mal, was die Engel hier sagen. Ich habe hier den Engel des Innehaltens. Gönne dir eine Auszeit, du brauchst jetzt viel Ruhe. Ja, also eine Auszeit scheint ja jetzt auch noch notwendig zu sein. Kümmere dich da gut um dich selbst. Gönn dir eine Auszeit, gönn dir die Ruhe. Ne, falls das hier vielleicht auch ziemlich schnell hier alles vorangeht, vielleicht hier auch mit einer anderen Person, also auch das wäre möglich. Du kannst es hier durchaus, auch wenn du hier ein Luftzeichen bist, mit dem Ritter der Schwerter durchaus noch auch mit einem anderen Luftzeichen oder mit einer Person zu tun haben, die vielleicht hier jetzt auch darauf drängt, sozusagen, dass hier etwas geschieht. Also auch das wäre möglich. Wir haben hier ja eine allgemeine Legung. Denn wie gesagt, der Ritter der Schwerter ist schon eine sehr schnelle Karte. Ja, und vielleicht gerätst du hier auch ein bisschen unter Druck. Auch das wäre eine Möglichkeit. Denn bei dem Ritter der Schwerter geht es viel um Kommunikation. Er kann sehr kommunikativ, sehr überzeugend sein. Der Nachteil bei dem Ritter der Schwerter kann aber auch sein, dass man hier vielleicht manchmal redet, ohne vorher drüber nachzudenken. Aber da schau bitte auch auf deine Situation. Wir schauen mal auf die Liebe, was ich hier noch zeigen möchte.
Und hier habe ich die Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Also hier geht es jetzt darum, hier haben wir die Auszeit, du brauchst jetzt viel Ruhe, gönn dir eine Pause, genieße den Moment. Also eine sehr spannende Energie, sei dankbar für das, was in deinem Leben ist. Und hier habe ich, die Antwort lautet Nein. Ja, und mit dieser Karte geht es darum, dass du hier auch Nein sagen kannst, wenn es dir hier vielleicht zu schnell geht, wenn dir etwas zu viel wird, wenn hier du dir vielleicht über etwas Kummer und Sorgen machst mit den Mäusen, wenn hier etwas an dir nagt, wenn du vielleicht auch noch nicht ganz bereit bist hier für eine Veränderung, dann darfst du hier natürlich auch Nein sagen, liebe Waage. Also eine sehr spannende Energie. Wir schauen mal auf die zweite Monatshälfte, was ich hier zeigen möchte. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Hope, die Hoffnung. Ja, und schau dir mal diese Karte an, wie sie strahlt. Also neue Hoffnung, ich nehme es hier so wahr, du schöpfst hier neue Hoffnung, neue Kraft. Na, also eine sehr schöne Karte, liebe Waage. Und dann schauen wir mal rein, auf was sich das beziehen könnte. Ich habe hier den Page der Münzen, Hofkarte aus dem Erdzeichen, das kann sein Jungfrau Steinbock Stier. Der Page der Münzen steht im Allgemeinen für eine gute Gelegenheit, eine günstige Chance. Jetzt könnt ihr hier vielleicht eine günstige Gelegenheit, eine gute Chance für dich auftauchen, liebe Waage. Etwas, was dir hier vielleicht wieder Hoffnung gibt. Was dich hier sozusagen wieder ein bisschen aufbaut, ne? Was deine Energien wieder fließen lässt. Also da gibt es durchaus Chancen und Möglichkeiten, also eine sehr schöne Energie. Ich habe hier noch das Ass der Stäbe und mit dem Ass der Stäbe geht es darum, hier neue Motivation, frischer Wind kommt in eine Situation, frische Energie. Schau, wie diese Sonne hier leuchtet, neue Energie. Vielleicht fühlst du dich auch allgemein da wieder etwas energetischer, wieder etwas mehr in deiner Kraft, ne? Und nutzt hier eine Chance. Also auch das wäre eine Möglichkeit mit dem Page der Münzen und dem Ass der Stäbe. Ich habe hier noch die Neun der Schwerter. Die Neun der Schwerter stehen für Grübeleien, für schlaflose Nächte, für etwas, was dich hier vielleicht nicht zur Ruhe kommen lässt. Vielleicht denkst du sehr viel über eine Situation nach. Ja, vielleicht verfolgt es dich auch ein bisschen sozusagen bis in den Schlaf mit den Neun der Schwertern. Ich nehme es ja aber auch so wahr, dass diese Grübeleien hier dann ein Ende finden. Also etwas Frisches zeigt sich hier, wie ich schon sagte, frischer Wind in einer Situation. Du kannst hier eine Chance, eine Möglichkeit ergreifen. Bei den Neun der Schwertern haben wir auch den Aspekt des Zerdenkens. Also hier vielleicht auch nicht zu viel darüber nachzugrübeln, sondern hier neu motiviert in eine Situation zu starten und diese Grübeleien, das ständige Nachdenken, diese innere Unruhe, das, was dich hier innerlich auch belastet, das könnte hier natürlich auch mit den Mäusen liegen, dass dich hier etwas nicht zur Ruhe kommen lässt, das darf dann losgelassen werden, also eine sehr spannende Energie. Diese beiden Karten spiegeln sich, der Magier und das Ass der Stäbe. Also ich nehme es hier so wahr, hier gibt es eine gute Chance, dass du hier in einer Situation auch aufgehst, dass du dich hier voll entfalten kannst. Da schau bitte, in welcher Situation deines Lebens. Wir haben hier den Page der Münzen, also das kann hier auch eine berufliche Chance, eine neue Möglichkeit sein. Wenn du diese Chance ergreifst, dann kann sich auch etwas Langfristiges daraus entwickeln. Der Page steht immer noch am Anfang. Er möchte erst noch wachsen und lernen. Ja, und vielleicht geht es auch darum, hier jetzt nochmal was Neues zu lernen. Ne? Nochmal vielleicht auch ganz von vorne sozusagen mit dem Page der Münzen nochmal etwas aufzubauen. Aber ich nehme es hier stark wahr, dass du dich hier drin entfalten kannst in dieser Aufgabe vielleicht auch.
Also sehr spannend. Wir haben hier die Neun der Schwerter, die sich hier mit dem Turm spiegeln. Ich nehme es hier so wahr, dass dieses, was dich hier belastet, worüber du nachgrübelst, dass das hier fällt. Na, also es fällt weg. Es geht raus. Vielleicht bist du jetzt dann bereit hier, du schöpfst hier neue Kraft und neue Hoffnung, dich auf diese Situation auch einzulassen. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Schauen wir mal weiter, was sich hier zeigt. Noch, ja, empfange deine Segnungen, also eine sehr schöne Karte. Du darfst hier deine Segnungen empfangen, also etwas möchte zu dir kommen, empfange deine Segnungen, also sei bereit hier auch. Ich nehme es ja schon so wahr, hier könnte etwas sehr plötzlich sehr schnell gehen. Empfange deine Segnungen. Wir schauen mal weiter, was ich hier zeigen möchte. Ja, und ich habe hier das Haus, ich habe hier den Ring und ich habe hier die Fische. Ja, mit dem Haus kann es um deinen häuslichen Bereich gehen, also um dein Zuhause sozusagen. In deinem Zuhause fühlst du dich wohl, da fühlst du dich sicher, da fühlst du dich geborgen. Und vielleicht gibt es hier jetzt eine neue Chance auf ein neues Zuhause. Also vielleicht möchtest du hier auch etwas erneuern in deinem Zuhause. Auch da scheint sich jetzt eine gute Chance, eine günstige Gelegenheit hier vielleicht zu ergeben. Oder vielleicht hier auch dein Zuhause aufzubauen. Ne? Also vielleicht möchtest du hier auch ein Haus kaufen. Auch da könnte es vielleicht eine günstige Chance, eine Gelegenheit hier jetzt geben. Vielleicht bekommst du auch etwas günstiger. Auch das kriege ich hier so rein. Schau bitte jeweils auf deine Situation. Mit dem Haus, wie gesagt, das Haus ist auch eine Schutzkarte. Bei dem Haus kann es auch um deine Familie gehen. Also hier könnte sich vielleicht auch eine gute Chance, eine neue Möglichkeit im familiären Bereich hier vielleicht auch zeigen. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Oder vielleicht hier jetzt auch die Chance, ein Fundament zu legen, denn das haben wir hier mit dem Page der Münzen, ne, ein Fundament zu legen, worauf du dann hier weiter aufbauen kannst. Was ich hier so wahrnehme, mit dem Ast der Stäbe, das sich hier auf den Ring spiegelt, also hier könnte sich vielleicht neue Verbindungen geknüpft werden, also das kriege ich hier so rein, denn der Ring, da steht ja für eine Verbindung, eventuell auch für eine feste Beziehung. Das hätten wir dann hier mit dem Haus, dass man hier vielleicht eine feste Beziehung aufbaut. Da ist die Hoffnung, ne? Und das Grübeln hier sozusagen hat ein Ende. Wenn es für dich hier nicht um eine feste Beziehung geht, dann kann es hier mit dem Ring natürlich auch um Verträge, vertragliche Angelegenheiten gehen. Vielleicht kann da jetzt etwas festgemacht werden, sozusagen. Na, vielleicht hier auch ein langfristiger Vertrag abgeschlossen werden. Also vielleicht hier auch ein Hausvertrag, ein Mietvertrag. Also auch das wäre hier möglich mit diesen beiden Karten. Ich habe hier noch die Fische liegen. Bei den Fischen kann es um die Gefühle gehen, vielleicht hier auch gefühlsmäßig eine Verbindung einzugehen. Ne, etwas, was dich hier vielleicht sehr belastet hat in den Gefühlen. Wie gesagt, das kann sich hier auflösen. Hier kommt neue Hoffnung rein. Ne, dass hier auch ja, man sich gefühlsmäßig sozusagen sicherer fühlt. Ne, man fühlt sich einfach wieder sicherer. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder mit den Fischen kann es natürlich hier auch um die Finanzen gehen. Vielleicht gibt es hier auch finanzielle Probleme. Auch das wäre eine Möglichkeit. Dann könnte es hier Hilfe und Unterstützung geben mit den Ast der Stäben. Irgendetwas kommt hier jetzt rein oder kommt hier in Bewegung, damit du hier auch deine Sicherheit und deine Stabilität wieder findest. Also sehr spannend, liebe Waage. Empfange deine Segnungen. Also etwas möchte hier zu dir kommen. Ja, schauen wir mal auf den Engel. Und hier habe ich den Engel des Morgens, der eine Tag, der alles verändert, könnte heute sein. Also eine sehr schöne Energie. Eine Veränderung, ne? Der Tag, der alles verändert, könnte heute sein, sagen die hier, die Engel. Ja, ich nehme schon so wahr, dass hier etwas in eine Veränderung kommt. Und jetzt schauen wir mal auf die Liebe.
Ja, und hier habe ich die Leidenschaft, erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen, also sehr spannend. Und die Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Also auch für die Liebe haben wir hier sehr schöne Karten für dich, liebe Waage, die Leidenschaft und die Umarmung. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, liebe Waage, eine spannende Legung für dich für den Dezember und auch für dich möchte ich hier jetzt noch eine Karte aus dem Orakel der liegenden acht mischen. Du kannst dir die Karte gerne fotografieren oder einen Screenshot machen. Das ist eine Affirmationskarte. Sie ist in der Ich-Form geschrieben und vielleicht diese Karte in nächster Zeit als Affirmation für dich nutzen. Und jetzt schauen wir mal, welche Karte sich für dich hier zeigen möchte. Ja, und da habe ich innere und äußere Harmonie. Durch deine innere Harmonie entstehen auch in deinem Außen harmonische Räume. Ich lade alle Wesen ein, mit dir in dieses Feld der Harmonie einzutauchen. Wie gesagt, diese Karte ist in der Ich-Form geschrieben. Nutze sie gerne als Affirmation in der nächsten Zeit für dich, also eine sehr schöne Karte. Ja, liebe Waage, das war deine Legung für den Dezember und ich wünsche dir natürlich eine gute Zeit, auch eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich freue mich, wenn du mir ein Abo dalässt, einen Daumen hoch gibst und mir einen Kommentar schreibst. Die Jahreslegungen kommen auch demnächst hier auf meinem Kanal raus und dann freue ich mich natürlich, wenn du wieder bei mir dabei bist und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Tatjana. Tschüss!